So, da sind wir wieder. Nur die Facecam will noch nicht. Mal gucken, wo wir sind. Dann da haben wir sie doch. Da haben wir sie doch. Und startet die Facecam. Jawohl, da sind wir wieder bei Super Mario Maker. Hallo, ich bin's, euer Troplay. Ihr seid hier auf dem Troplay-Channel und ich höre gerade meine Katze am Kotzen. So, also, heute ist es wieder 100 Mario-Herausforderungen. Natürlich fangen wir bei einfach an. Und werden uns dann nach oben arbeiten zu schwer, beziehungsweise normal und dann schwer. So, während ich jetzt hier gerade das hier mal so ganz kurz verschiebe. Gucke, 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 gucke. Hallo, Gark. Gark. Fangen wir doch mal an. So, was haben wir denn? 100 Mario-Herausforderung. Leicht, legen wir los. Au. Und wie immer geht der Chat nicht. Ich finde es so Hammer. Habe ich mir schon angewöhnt, das immer laufen zu lassen vom letzten Chat. Oder vom letzten Chatverlauf. Und was passiert? Update über Nacht. Bin auch da. Dann hallo und willkommen, Mario Fan 98. Und ja, einmal bitte übersetzen. Danke. Automatik. Nee, ist kein Automatik. Ah, da geht's auch nicht rein. Da gibt es Sterne. Oh, komm. Ich denke mal, das ist hier easy. Da brauchen wir keine Gedanken machen. Das ist. Oh, ein Blooper. Zip. Es war so klar. Nee, 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 nee. Ja. Okay. Ist auf easy eingestuft. Ich hole mir, wie es vorgesehen ist, einen Stern. Und kümmere mich um die Loopas. Hallo, Jonas. Okay. Die Blooper. Es ist jetzt ein Witz. Ah, wie geil. So, mal gucken, was da unten drin ist. Oh. Na. Gut, machen wir es halt so. Boah, du hast den goldenen Mario. Wow. Das ist natürlich eine nette Nummer. Okay. Aber ich habe die Leben wieder. Ja, lange nicht gehört, Jonas. Aber definitiv Fail. Hab jetzt einen Gold-Mario. Meinst den Amiibo, denke ich mal, ne? Hallo, Helke. Und auch noch einen Rekord gemacht. Nicht mal mehr erst, aber einen Rekord. Mount Mario. So. Ich laufe unten lang. Wow, danke Gark für die Spende. Der goldene Mario, 25 Euro auf Amazon? Echt? Krass. Jonas, das mache ich in anderen Let's Plays. Heute ist nur 100 Mario-Herausforderung, so wie der Titel das auch beschreibt. Und, okay. Und deswegen, ja, eure Level, die spiele ich ja dann immer separat. Und ich habe jetzt zurzeit die Level bis März aufgenommen. Also mindestens bis Ende Februar müsst ihr euch gedulden, bis ich wieder neue Level aufnehme.
Ja, Professor Cosinus, dann sehen wir uns später wieder, aber danke, dass du für den kurzen Augenblick oder kurz mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast für die ersten 5 Minuten. Billiger als Silber, okay. Haben sie die wieder nachgeliefert? Oh, das war jetzt ungünstig. Oh, ein Link. Ein Link haben wir da. Nee. Fail. Oh, komm, den machen wir so. Klassisch, komm. Welcome to my family. Danke, Darkling, für den Follow, aber du followst mir doch schon, oder? Was? Danke, ich mag dich auch, Jonas. Ich mag euch alle. Das war bestimmt jetzt ein Follow auf Hitbox oder so. Hm. Ja, besonders der Disco-Effekt, ne? Aber hey, ich habe mir damit wirklich sehr viel Mühe gegeben. Finde ich richtig cool gemacht. Mal davon abgesehen, ich war jetzt sehr überrascht mit der Spende, weil da bin ich noch gar nicht fertig mit dem Bearbeiten. Aber hey! Weil bisher habe ich halt bei Spenden nur einen und ich wollte das halt so ein bisschen abstufen. Erstens verschiedene Variationen, zweitens dann die Höhe, drittens, viertens und so weiter. Aber das ist wirklich nochmal mehr Arbeit, als das jetzt schon ist. Und die Kreativität muss dann halt auch, ne? Das ist trotzdem noch da, wenn du drauf geachtet hast. Lieber MarioFan98, das Welcome to my family, woohoo! War trotzdem da und danach kam der Disco-Effekt. Nee, Jonas. Nee. Das geht so nicht. Das ist nicht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen verankert. So. Achte mal drauf, Mario-Fan, wenn hoffentlich noch ein Follow kommt. solltest du das dann eigentlich entsprechend sehen. Und ich habe halt richtig Bock, irgendwie so eine Doppelsession zu machen. Ich weiß es noch nicht. Je nachdem, wie ihr Bock habt. Mario's Driving Test. Hold Run. Wim, wim, wim. Automatik. Also wenn diese Sachen alle bei der Führerscheinprüfung stattfinden würden, ich glaube, dann würden einige ganz schön abkacken. Oh. Und nochmal ein Disco-Effekt. Yay! So bekommen alle Disco-Effekts. Auf Hitbox hält der Garg sich jetzt noch ganz schön zurück, was die Kommentare angehen. Ist auch nicht schlecht. Und, ne, ihr seht sie zurzeit noch nicht. Aber er hat bisher genug geschrieben, Heutro und Joa. Don't Move 2. Mensch, eine neue Don't Move Variante. Disco-Effekt, Stern garantiert. So. Dum, dum. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Dum, dum. Finde ich cool, wie der Darkling mir hier mal nicht im Chat angezeigt wird, aber er im Chat schreiben kann. Ah, jetzt wird er mir angezeigt. Okay. Ach ja, jetzt heißt es hier ruhig sitzen, entspannt der Lage zu gucken. Also, hier ein Automatik-Level mit Mario Fan 07? Hä? Habe ich das jetzt gerade echt gesagt? Sorry. Ich bin heute richtig gut gelaunt, deswegen, also heute habe ich mal richtig gut, also ich bin eigentlich immer gut gelaunt, davon abgesehen, aber heute bin ich so richtig so, yay, heute gehen wir das easy an, yay. So entspannt, so relaxed bin ich. Und das, obwohl ich zwei Katzen habe, die sich die ganze Zeit fetzen.
Vollidioten. Boah, komm. Ist egal. Welcome to my family. Woohoo! Wie der Darkling das jetzt schon wieder gemacht hat, das zu followen. Wahrscheinlich unfollow gemacht und wieder follow, aber das geht zum Glück bei jedem nur einmal. Ich glaube, nach einer gewissen Zeit wird es dann anerkannt und aberkannt. Aber hast du es gehört, Mario-Fan? Hast du es gehört? Und das hier war gerade der langweiligste Don't Move, den ich je gesehen habe. Hallihallo, Elena, Lepsack und fettarme Milch HD. Welcome to my family. Woohoo! Oh, wir hatten da jetzt so einen langen Namen. Nein! Ihr macht es mir kaputt. Verdammt. Jetzt muss ich das jetzt mal umbewegen. Nee, den da. Ups. Es ist jetzt falsch gewesen. Sekunde, ich muss mal ganz kurz das richtige Fenster suchen. So. Troplay, ich mag dich bei Jonas. Ah ja. Danke, Jonas. Aber nicht extra eure Accounts da erstellen. Ihr könnt doch nicht auf 5 Sachen gleichzeitig gucken. Aber ist schön, dass euch jedenfalls der Effekt gefällt. So ist es ja nicht. Hallo? Ah. So. Dann gehen wir jetzt über zu normal. Das Problem bei dem Follower Alert ist, dass er die langen Namen, dass das richtig, ne? Zerstört. So, jetzt sind wir bei normal. Jetzt kommen wieder so leichte. Fuck. Nein! Ein Sprung. Und naja. Ach, das Level war von Mario Fan 0, sieht man so. Und liebe Leute, das muss ich ganz kurz erwähnen und das ist wirklich etwas, wo ich echt... Danke, Garg. Danke. Der Garg hat geschrieben, ich habe Hirnsturz auf Mute und schaue Troplay. Yay! Hirnsturz, du kannst einpacken. So. Ich habe dein Hirn gestürzt. So. Wollte ich mal sagen. Nein, ich muss ja sagen, ich mag ihn ja. Ich mag ihn ja, ja. Selbst wenn er seine eigene kleine Gang da hat, was Survival angeht, aber ich mag ihn. Was? Impossible. Moment. Wer ist Hirnsturz? Hirnsturz? Niemand Wichtiges. Sieht hier nicht mehr. 4, 5, irgendwas mit 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 wäre hier. 9,75. Moment. Kennt jemand den Trick hier? Y4. Saltando Hasta el Secundo 975. Das geht doch gar nicht. Nein. Heute spiele ich keine Zuschauerlevel. Tut mir leid, Raven. Mario Fan, das kann ich nicht bringen.
Problem ist, ich verstehe auch den Kommentar nicht. Ja, wie gesagt, steht auch extra deswegen im Titel. 100 Mario-Herausforderungen. Aber auch da kommen schöne Sachen, ne? Wenn der Glitch gefixt wurde, dann wäre das jetzt echt ärgerlich, weil... Lieber Mario-Fan, dann musst du akzeptieren oder bitte das nicht mitbewerten. Ich will keinen Skip im Normal haben. Welcome to my family. Woohoo! Ah, Jonas! Okay, Jonas, was steht da? Mal reagiert er, mal nicht. Es kann auch kein unsichtbarer Block sein oder so. Es hat bestimmt irgendwas mit den Sekunden zu tun. So, wir gehen nochmal dahin. An genau der Stelle, wo er das sagt. Ein Salto soll ich machen. Ah, ich glaube, ich weiß, was er will. Das gibt's da nicht. Ist irgendwas, weil es passiert nur ab und zu mal, dass er das macht. Das passiert immer nur beim Springen. Das gibt's nicht. Geht in 100 Mario-Herausforderungen doch nicht. Ich kann es nicht... Ich kann nur allgemein speichern, aber es nicht beenden. Ich müsste erst einen Stern geben, dann müsste ich gucken, wie das dann Ganze aussieht. Obwohl, stimmt. Das zählt ja eigentlich dazu. Wenn ich speichern... Kriegt der unnötig einen Stern? Nein, der hat keinen Stern verdient. Jonas, übersetz es mir. Impossible. Ja, das habe ich auch verstanden. Jetzt ernsthaft? Ich dachte, du kannst es so übersetzen. Cetien, que espera. Ich hab das doch an. Zeig mir nur den Kommentar an. Nur den. Nein.
Nur den. Saltando. 4 bis 5 Mal Salto. Okay, wir gucken mal, ob ich das bei gespielten Leveln gucken kann. Speichern und beenden. Ja, mein Fortschritt wird gespeichert. Wir gucken mal, wir gucken mal. So. Da oben ist was. Kommentare ansehen. Wir gucken noch nicht mal mehr, wie er es aufgebaut hat. Wir gucken einfach mal nach englischen Kommentaren. Oder sogar deutschen Kommentaren. Hatte ich bisher auch noch in keinem Livestream, oder? So, komm. Impossible. What the fuck? What the fuck? Fuck you. Dieser Kommentar enthält Spoiler. Hä? Dieser Kommentar enthält Spoiler. Impossible. Also es rafft irgendwie keiner. Gucken wir uns das mal an. Ja, passt aber nicht 4, 5. Sie müssen zwischen Block 4 und 5 springen. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier müsste ich springen. Und das Ding, das fällt ja hier runter. Das heißt, hier, bei welcher Sekunde war das? 4,75. Okay. Hm. Gut, dann gehen wir wieder zu den Leveln aus aller Welt. Er müsste da ja jetzt eigentlich weitermachen. Weil ich Platz brauchte. Fortsetzen. Ich hoffe, er macht das jetzt auch. Och man, ja, dann zählt's als Skip, verdammt. Oh. Ah, so eine. Hä? Auch nicht schon wieder sowas. Was ist hier jetzt wieder? What the? Oh, was ist das denn hier? Der will einen doch hier verarschen, oder? Ja, wirklich wunderbare Level, muss ich sagen. Diese Level, die sind heute echt zum Brechreiz kriegen.
Aber hi auch an Fail, 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 Fail. Ach komm. Ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu doof. Ich muss die Skip-Zähler noch reinmachen. So. Alter! Was geht? Haben die heute alle irgendwie einen Scherzkeks gefrühstückt oder so? Brauche ich nicht, oder? Die haben heute echt all den Clown gefrühstückt, oder? Bei normal. Das reicht mir aber ja. Ach, Waluigi hat da, steckt dahinter. Mhm. Okay, gut, ihr habt gewonnen. Es sind heute Level, da packt man sich doch echt an den Kopf, oder? Bowser's Revenge 8-8. Ja, genau. Fuck you. So. Dann haben wir das auch mal geklärt hier. Hallo. Wow. Okay. Das meint er doch jetzt nicht ernst hier, oder? Hallo. Alle Kopien jetzt mal in Spiny Wars? Hallo? Wieso? Wo denn? Das war jetzt noch gar keine Kopie. Ich hätte 2 Sekunden schneller sein können. Jump, not walk and run. Hä? Not walk and run. Was will mir der Ersteller jetzt hiermit sagen? Ernsthaft? Hey, kennst du den Film Der Weg war umsonst? Was sind das heute für Level? Hat Nintendo die Level mal wieder aus der Krabbelkiste rausgeholt oder was? Es ist doch. Ey, jetzt mal ganz im Ernst, bei dem Level-Design, da. Kein Wunder, dass manche Leute da echt die Lust am Mario Maker verlieren. Mmh.
Ja! Alter! Das sind heute keine Level, das sind Zustände. Mal ganz im Ernst, ja. Also da bin ich echt wieder froh, wenn ich wieder eure Level spielen kann. Und da wieder Aufnahmen mache. Das hier ist ja echt... Nee. Also ganz im Ernst, Sascha, da geht mehr. Von Markus, Bosskampf. Na komm. So. Toll. Bitte ganz toller. Egal. Wie der Fail jetzt eben gerade mal von Garg wieder nicht im Chat ankam, ne? Und das GG auch nicht. Naja. Es läuft, es läuft. Scarlet. Er springt auch noch hoch. Ein Don't Move auf schwer. Oh. Oh, da muss es dann wohl möglich sein, wirklich extrem die Zeit so abzukürzen. In Spieltag. Na, Don't Move. Nein. Und wie wollen wir wetten, dass da drin ein Troll ist? So, was haben wir da drin? Okay, wir haben da drin einen Pilz. Ernsthaft? Mami. Das würde ich sagen, war mal wirklich knapp. Nein, ich habe nicht Pilz gesagt. Ich habe Stern gesagt. Ich hab Stern gesagt. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Klingt doch viel besser als ein Pilz, der deinen Namen trägt. Im Erdbodenreich verweht. Ich fresse ihn heute Nacht. The Haunted Airship. Oh! Scrolling Level. Ich liebe Scrolling Level. No. Einer der Sätze, die man langsam dann doch irgendwann mal... Nein, nein. Zum Hals raushängen. Hm. Ich glaube, dafür hätte ich die goldene Himbeere verdient. Wie sie denn hier mal eben auf das Scrolling-Level verzichten, ne? Ja! Drecksgumba! Komm runter! Jetzt reicht's mir aber hier.
So. Auf was für Skill verzichte ich denn? Wiggler! Einfach durch da. Die Bumerang-Brüder, ja, die waren auch noch heftig. Oh, das hier ist sehr klassisch gehalten. Das muss ich sagen. Das hier ist jetzt mal Daumen nach oben. Daumen nach oben. Das ist klassisch gehalten. Das gefällt mir. Selbst wenn ich nie verstanden habe, wie diese Dinger fliegen, aber... Ist halt Bowser, ne? Hä? Achso, kommt nichts mehr. Ach, Bowser Junior, komm. Tschüss. Warum zeigt er wieder nur die Hälfte an vom Chat? Finde ich wieder doof. Zwei Skips schon, ey. Das ist echt, das ist bitter. Und das hintereinander. Das direkt hintereinander. La Caccia. Weißt du viel wie? Leck mich am Arsch. Ach, egal. Also wenn wir das hier schon so welche Level auf normal haben, möchte ich gar nicht wissen, was dann auf hart kommt. Style World 1-2. Sind wir jetzt hier in der Style Boutique? So. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Röhre. Wir haben hier noch eine Röhre. Wir haben hier einen Pilz und wir können hier unten lang. Warum können wir hier unten lang? Was haben wir davon? Ich wollte es mal umgekehrt machen. Ich wollte mal dem Koopa die Chance geben, auf mich zu springen. Sind die nicht alle Kamikaze? Oh, verdammt. Wow. Ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht, dass damit gar keine Pilze hier sind. Danach kam nur Bullshit. Heute übrigens ist Final Fantasy Explorers erschienen, also am Freitag, den 29. Ich bin eigentlich sehr geneigt dazu, mir das zu holen. Das Problem ist bloß, ich kann es nicht let's playen. Ist einfach für mich nicht realisierbar. Ich habe keine Capture Card für den Game Boy. Ansonsten hätte ich das wirklich in Betracht gezogen, das zu let's playen. Mein erstes Final Fantasy, was ich gespielt hätte, zum let's playen. Jetzt ernsthaft? Komm, wir suchen mal die Herausforderung. Hallo, Bowser. Wow. Jedenfalls hier wird sich noch ein bisschen Mühe gegeben, was die Level angeht. Irgendwie einschläfernd. E impossible. Ansonsten
als kleine Randinformation. Wahrscheinlich muss ich mit den Livestreams ein bisschen runtergehen. Denn jedes Mal, wenn ich einen Livestream mache, ich weiß nicht, ob ihr das schon in Rising World und Minecraft und so weiter mitbekommen habt, meine Aufnahmen werden nicht mehr so genommen, wie ich sie gerne hätte. Was zur Folge hat, ich muss jedes Mal mit 3 Mbit, und das ist dann doch ein bisschen sehr small bei einigen Spielen. Hallo, Evil Man zockt! Und hallo zurück, genau. Willkommen zu 100 Mario-Herausforderungen im Super Mario Maker. Bisher haben wir nur Bullshit-Level, aber hey. Es gibt Schlimmeres. Puh. Stand da gerade Han Solo oder Ha Solo? Mi Direction and Mario. Mi Direction and Mario? Momente. Das dürfte Level, was ich heute gespielt habe, ist das erste, was ich skippen musste, und das zweite. Und das erste habe ich noch nicht mehr geskippt. Okay. Was will der hier von mir? Will er, dass ich hier einfach runterfalle? Ja, will er. Okay. Evil Man, es geht nicht darum, um schwer. Ich spiele ja, wie gesagt, 100 Mario-Herausforderungen heute und deswegen, ja. Ne? So, nebenbei bemerkt. Rekord auch noch. Okay, Darkling, danke, dass du da gewesen warst. Oder dass du da warst. Dass du da warst. Gutes Gelingen auf der Arbeit und ja, ich bin ein Trohrein. Tschö, tschö. Oh nein. Das sieht doch schon wieder so total nach einem Troll-Level aus, oder? Will ich durch die Tür gehen? Will ich. Gott, lass Kreativität vom Himmel sinken. Unkreativer geht's nicht mehr. Auf normal kommen mir wirklich die Level, die noch gar keiner gespielt hat. Oh, mh. Jawohl. Achso. Den hatte ich jetzt so erstmal nicht gesehen. Okay, gut. Geschafft. Ah ne, einer ist noch. Einer geht noch rein. Castle 1, Castle 1, Castle, Castle, Castle 1. Es geht ja schon super los. Okay. Wow.
Tschüss! Oh, ich habe ihn sogar gespalten! Gespalten mittags habe ich den Bowser Jr. Da ist er in die zwei Teile. Ah ne, wir sind jetzt hier nicht bei Game of Thrones, okay. Hi ho, wie spricht man eigentlich deinen Namen aus? Kann doch keiner lesen, also ich nicht. Und noch ein Rekord hinterher. So muss das sein. Hallo, ich bin der Mario mit Propellerhut. Danke, Mario, dass du mich gerettet hast. Möchtest du jetzt an meinem Propeller drehen? Brr, brr, brr. Ich muss mir auch mal so einen Propellerhut holen. Ach ja. Nick YT könnte Nick YouTube sein. Prim, pam, 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 param, pam. Yay, Schubert! Schubidibidu, Schubidu, Schubidubapap. Das ist japanisch und bedeutet Dennis. Dann, hi, Dennis! Cordys Unterwasserabenteuer. So, los geht es mit schwer. Keine Zeit verschwenden, wir wollen gleich richtig loslegen. Ja, ist klar. Ich fress gleich das Mikrofon. Sprrr. Komm, eine Chance gebe ich dir noch. Nein, nein, nein. Jetzt war ich gerade so weit. Oh yeah, ich hab's geschafft. Fuck! Ich hätte vorher skippen sollen. Trollblöcke. So, skip noch kurz eintragen. Das sieht nach einem normalen Level aus. Sekunde. Oh, das sieht nach einem Level aus, wo man nachdenken muss. Nein. Nein. Neustart. First Federal Gaming Watching Live. Danke. Wichtig ist doch, dass ich es schaffe und wie ich es schaffe. Ich muss doch nicht jedes Level skippen. Jedes Level ist möglich, sonst wäre es nicht hochgeladen. Sekunde, was macht der? Warten, bis er vorbei ist. Okay. Krasse Sache. Sekunde. Der Fehler lässt sich bestimmt beheben.
Ja, okay, bis zu dem Punkt hier, ne? Dann ist Ende. Dann ist Ende Gelände. Okay, nochmal. Gibt bestimmt 15 Skips. Ah. So. Also, jetzt machen wir nochmal. Ich hatte hier irgendwo was übersehen. Komm, jetzt da drüber laufen. Das runter. Da runter. Nein! Ist ein geiles Level, muss ich sagen. Aber... Nee. Das hätte ich mir so gerne für, One Level per Day gewünscht. Dann könnte ich mich damit ausgiebig beschäftigen. Uah. Das hätte dann so richtig Fun gemacht. Also wenn ihr Bock habt, mal so ein Level zu bauen, dann einfach her damit. Und wenn ihr schon so ein Level gebaut habt und das schon eingesendet habt, dann tut es mir leid, dass ich es bisher noch nicht gespielt habe. So. Oh, danke. Okay. Ach komm. Da wird schon nichts Wichtiges drin sein. Oh. Jedenfalls ist das Level mal geschafft. Fängt gut an, oder? Lieber Mario-Fan, es geht aber hier nicht darum, ne? Es geht einfach nur darum, Spaß zu haben. Mmh. Oh ja, Oh, jo. Akzeptabel, Wow, wow. Ich liebe Bonbons. Oh, komm, der wird sich echt nicht fair. Okay. Es war so klar. Okay, gut, ihr habt gewonnen. Ein Hammerbruder mit Flügeln wieder. Hallo, die Babos Live. Und willkommen zu 100 Mario Herausforderung hier im Livestream von dem guten lieben Trueplay. Also ich bin der Trueplay und ja, das ist mein Livestream. Ja, genau, jetzt noch ein Bowser. Und ich bin klein. Oh, warte, einmal schießen sie noch. Und Sprung. Eine Feuerblume. Oh, leck mich doch. Ja. Bowser. Leck mich. An den Füßen. Egal. Ich hab's geschafft. Ohne ein Leben zu verlieren. Mhm. Es gibt ja sowas wie die No-Skip-Challenge, aber... Rekord! Yay! Die finde ich dann doch sehr, sehr makaber. No-Skip. Consequences. Okay. Ja, es funktioniert nicht ganz so. Schade.
Mhm. Fail. Ich glaube, ich muss oben lang, was er will. Oder ich darf mich gar nicht treffen lassen. Oh, noch besser. Ungefähr so müsste es aussehen. Ja! Ein Bowser! Auf einer Wolke! Eh durch. Einfach durch. Bowser auf einer Wolke, Lakito auf der Wolke, alle mit Flügeln. Passt. Habt ihr gesehen, wie der... Aber egal, ich hab's geschafft. Das ist wichtig. Goomba Army. Moment. Das könnte ich doch eigentlich... Nein, aber ich kann es zu meinem Vorteil nutzen. Ich nutze den Lakito Glitch. Nein. Ah, Da war ja noch ein Bowser Junior, den habe ich ganz vergessen. Okay, ich mach's jetzt ohne Glitch, meine Güte. Ich hätte ihn doch jedenfalls töten dürfen, oder? Oh, nee, ne? Ernsthaft? Na komm. Man sieht die kaum. Erinnert mich so ein bisschen an Spiny Wars. Nur einfacher. Alter, du blöder Bowser. Nein. War so klar. So. Nee. Ernsthaft? Noch ernsthafter? Am ernsthaftesten. Okay. Ich weiß nicht, wo ich gerade mit meinen Gedanken bin. Wahrscheinlich gerade an irgendeinem schönen Strand. Entspannend. Mich sonnen. Und dann springe ich schon wieder daneben. Oh, jawoll. Was mache ich? Okay, gut.
ich möchte jetzt keinen Kommentar dazu abgeben, ohne meinen Anwalt. Alter, jetzt reicht es aber hier. Alter, das Level ist nicht schwer. Alter. Was ist los mit mir? So. Okay. Alter. Ich zweifle gleich, ich trenne mir selber. Ich verballere gerade echt mein Leben an so einem Dreckslevel. Okay, ich mache jetzt wieder Ausnutzen der Spielmechaniken. Jawohl. Jetzt. Es musste kommen. Es musste doch kommen, oder? Einen Moment. Blödes Ding. So. Er kann es nicht mehr ertragen. Zum Glück hat man immer noch das Gamepad. So. Okay. Lieber Tro, verzichte jetzt auf alles, was du hier siehst. Nee. Wie würde der Darkling sagen, was für eine Grütze ist das denn hier heute? Ja, verdammt. Nein! Ich wollte ganz knapp da drunten. Aber egal. Flying Spikes gefällt mir. Boah, das war ein totaler Fail. Ich bin hier nicht bei einem Standard-Shooter. Es musste kommen, oder? Wieso werde ich eigentlich meistens mit meinen eigenen Waffen geschlagen?
So. Jetzt holen wir mal den Skill hier wieder zurück. Boah, das war skillig. So. So. Nein! So. Das Problem ist jetzt. Wow. Ha. Get the fuck off. So. Wäre da jetzt gelacht, wenn das jetzt nicht möglich wäre zu schaffen, ey. Hallo, Meister Mario. Muss ich jetzt ernsthaft hier rein? Hä? Oh nein. Aber Meister Mario 1, 2, 3, okay. Ist aber nicht der Mario Fan 98, oder? Motschekiebchen fertig bekommen. Was sind Motschekiebchen? Motschekiebchen fertig bekommen. Ein Motschekiebchen. Was ist ein Motschekiebchen? Mmh. Ja. Aber es ist ein Motschekiebchen. Die Antwort hast du mir immer noch nicht. Ein Marienkäfer. Jetzt mal ganz ehrlich. Alle mal in die Kommentare schreiben, wer das gewusst hätte, dass das ein Marienkäfer ist. Oh nein. Auch dieser Bug. Zum Glück habe ich von diesem Bug gehört. So. Und was ist hier der Bug? Das ist wahrscheinlich da die Röhre, oder? Tatsache. Mmh. Hab gerade mal ein Level eingeschickt. Super. Dauert aber noch ein bisschen, wahrscheinlich so im März, April, bis es erscheint. Morgen kann ich sehen, wie Cordy sein Video mir, so ich dir Albtraum von großen, wütenden Unterwasserweglern besiegt hat. Da hat er sich noch nicht mit meinen neuen Ideen angelegt. So. Piranha Paradise von Squid Kid. 49. Jetzt ernsthaft.
Okay, muss ich anders angehen. Und tschüss. Ich wollte mal ein bisschen runterfallen. Wieso so spät? Du glaubst gar nicht, was ich mittlerweile an Leveln von euch bekommen habe. Ich bin schon fast am Überlegen, das ganze Format immer noch bei One Level per Day zu belassen, aber vielleicht dann zwei Level am Tag rauszubringen, aber nicht halt in zwei unterschiedlichen Videos. So. Zwar würde es ja nicht mehr heißen One Level per Day, sondern so ordnungsgemäß Zuschauerlevel XY, Zuschauerlevel YZ und so weiter. Aber oh, Leben. Ah, ich laufe. Ahahaha. Nein. Oh. Oh, ich hab's geschafft. Fail! Wann ich das streame, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Fällt mir gerade auf, Meister Mario. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt bis 10. März habe ich schon mal alles voll. Ich mache das aber immer so, fairerweise. Es kommt irgendwann im Februar. Ich kann es jetzt noch nicht genau sagen. Es tut mir leid. Also, ich möchte mich jetzt auch nicht festlegen, weil ich muss halt auch gucken, wie es alles so passt zeitlich. Wow. Ich würde gerne. Oh. Oh. So. Tada! Oh Mann. Nimmt sich große. Ich brauche einen P-Switch. Ich brauche einen P-Switch. Man gebe mir einen. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, was ist bitte schon da drin? Also da ist schon mal nicht der P-Switch drin. Lupa! Das war knapp. Oh nein, ne? Oh, geschafft. Oh. Was sind das heute für Albtraumlevel? Hammer. Aber okay, wir sind bei einer Hälfte angekommen. Haben noch mehr als die Hälfte an Leben. Noch. Ich gehe optimistisch an die ganze Sache ran und wir. So. Aha. Okay, Neustart. Ich hab's verstanden. Mach das ruhig, mach das ruhig. Ich freue mich immer auf neue Level. Wie gesagt,
Ich mache das dann auch so. Ich nehme dann ein Level, die ich habe. Und damit jeder immer fair drankommt in jedem Monat, je nachdem, wie viele Leute es sind, sortiere ich es nach Namen. Halt, nee, Moment, das muss ich anders machen. Ich muss mich jetzt hier treffen lassen. Und das hier aufnehmen. Ah, super. Okay. Jawohl. Bowser, du bist eine Made. Ich glaube, da muss ich ja auch durch. Das will er mir damit sagen. Hihi. Armer Bowser. Wieso stirbt denn der dadurch nicht? Wie lange braucht denn der dabei? Oh nee, ne? Im Nachhinein, lieber Mario-Fan, das ist eine Aufgabe für dich. Zähl mal bitte, wie oft ich den jetzt getroffen habe. Ah. Okay. Meinen die das jetzt ernst? Ich weiß jetzt nicht, was ich da übersehen hatte, aber okay. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, das nervig, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alter Nintendo, was habt ihr euch da einfallen lassen? 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 40 Treffer. Na dann. Jetzt stelle ich mir die Frage. Nehme ich den Helm? Damit haue ich die hoch. Also muss ich den da nehmen. Oh ne, ich muss extra klein sein, um diesen Helm zu tragen. Na toll. So. Ha. Darf nämlich nicht zu weit runter. Dann kommt hier der P-Switch raus. So, hier muss ich jetzt wieder den anderen Block nehmen. Und muss den da hoch. So, und da kommt jetzt eine explodierende Bombe raus. Ich hab's geschafft. Oder wie auch immer. Ich fand gut, lippensynchron war es, oder? War doch gut. Das Level war wirklich gut. Eigentlich hätte ich einen Stern geben können. Naja. Der Disco-Effekt hat gefehlt. Mr. Cloud. Mhm. Oh. Wir warten, bis der Helm runterfällt.
Okay, ihr habt gewonnen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es mich hier sehr stark an Spiny Wars erinnert, aber es erinnert mich stark an Spiny Wars. Sehr, sehr stark an Spiny Wars. Es sagte Mario nichts dazu, dass ein Level kopiert wird, hä? Oder ist er schon wieder AFK? Okay. Und jetzt schnell weg. Wow. Komm, skippen wir. Das wäre jetzt unnötige Lebensverschwendung. Déjà-vu. Wenn das jetzt auch so ein Spiny Wars Level ist, dann habe ich wirklich ein Déjà-vu. Was? Okay, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Was war das nochmal? Komm, spring, spring! Kann man in irgendeine Röhre... Oh, da kann man rein. Genau, was ist das nochmal? Was das nochmal war? Oh, danke. Was ist eigentlich hier unten? Kann man hier runterfallen? Schade, hier kommt man jetzt nicht hoch. Wie ich es mal voll verbocke, in so eine Röhre reinzugehen. Macht Sinn. Aber ist das dann nicht Neurodermitis? Okay. Okay, ich muss dazu sagen, ich bin kein Arzt, ich kenne mich damit nicht aus und ich... Toi, 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 sowas hatte ich bisher noch nicht. Nee. Blind Jump. Gut, da darf ich nicht lang. Die immer mit ihren scheiß Trollblöcken. Na toll, super. Ich gehe jetzt hier rein. Danke, lieber Gott, danke.
Der MarioFan98 ist gar nicht da. Sind die YouTuber heute gar nicht aktiv irgendwie? Oder sind die... Erster sogar. Oh, erster. YouTube ist eingeschlafen, ne? Ist nur noch Twitch online. Skyfall of Ratatosk. What the... Oh, nö. Skippe ich gleich oder probiere es erstmal wieder? Hitbox ist. Achso. Oh ja, Hitbox, Hitbox. Hitbox habe ich jetzt ganz vergessen, weil das du ja allgemein heute sehr ruhig bist. Komm. Habe der, habe der, habe der. Hui. Jawohl. Okay, einen Hit kann ich kassieren. Wow. Jetzt kann ich keinen Hit mehr kassieren. Nee, komm. Nee. Hi. Also, Deutschland, also... YouTube ist auch noch da. Nee, ne? Soll ich einfach nur durchlaufen? Oh, leck mich doch. Spiny Wars vom Feinsten. Ne, jetzt nicht das Ganze nochmal rückwärts, ne? Ja, was gibt's im Leben? So. Bin ich jetzt wieder am Anfang, oder was? Ja, weil auch! Ihr Drecksäcke! So. Oh, verdammt. Ich brauche den nächsten Lakito. Ah, komm, machen wir mal so. Nein! Nein! Oh, verdammt. Jawohl, ich werde ghostet für 10 Minuten. Hallo, Professor Cosinus. Ich bin hier gerade am Verzweifeln. Ja, ja. Ja, ja, ja. Alright. Here we go. Das ist wichtig, dass man stolz auf sein Level ist. Also man sollte schon so ein bisschen stolz auf seine Level sein oder es sollte einem Spaß machen, sein Level zu bauen. Sagen wir es mal so. Bowser's Get. Gibt es ein Leben?
Ah, nicht ganz. Schade. Ich könnte es noch drauf. Nee. Das ist definitiv eine Falle. Nicht mit dem guten alten Troplay. Oh, I did it! Ich hab's wieder geschafft. Den Sprung habe ich auch geschafft. Haha. Danke. Ach so. Ach, verdammt. Das war sogar so geplant. Jawoll. War sogar gar kein schweres Level. Meine Katzen haben übrigens gerade mal nebeneinander gelegen. Das erste Mal seit 2 Wochen. Machen wir langsam Gedanken. Haben wahrscheinlich langsam die Rangfolge geklärt. Nee, komm. Ich steige jetzt gerade mal nicht durch. Den skippt nämlich in Kauf. Der Kamek hat mir seinen Zauberstab hinten. Egal. Wir lassen es mal. Wie gesagt, Professor Cosinus, eigentlich habe ich da diverse... Oh, verdammt, der Axt! Grundprinzipien. Ich muss halt wirklich, wie gesagt, gucken und, normalerweise müsste ich dafür eigentlich ein Let's Play wegmachen, dann könnte ich auch mehr machen. Das sind halt alles so Sachen, die damit einwirken. Ein Buhu. Danke. Deswegen, also... Ich finde diese Diskussion auch immer sehr ermüdend. Warum? Ich bin ihm auf den Kopf gesprungen. Oder gefallen. Oh, Kamek, du bist so eine kleine dumme Nudel. Da. Hier lang. Machen wir es halt jetzt so. Zack. Hast du mein Formular gelesen? Dammit. Du meinst, ob ich das Level von dir gelesen habe im Formular? Oder deine Einsendung im Formular? Hast du mein Formular gelesen? Nee, Kamek, jetzt mal nicht. Jetzt kannst du es knicken.
So. Jetzt nochmal ordentlich. Wow. Okay, das sind Blooper, da will ich mal abhauen. Moment, da kann ich einfach so durch. Wow. Nice one. Oh, geschafft! Geschafft! Ich verstehe dich gerade nicht, Fox Gamer. Was für ein Formular hast du mir gesendet? Hm. Schock! Run for your life, Mario, run! Ernsthaft? Okay, links lang. Skip. Also hast du mir jetzt ein Formular geschickt, ein Level. Was denn jetzt? Und was ist neu? Hä? Ich skipp's gleich. Tricky Trappington. Ein deutsches Level. Es strotzt so vor Kreativität. Moment. Hm. Okay. Electvolt, nein, kann ich nicht. Bitte auch da, guck mal unten in den Kommentarbereich oder in dem in der Videobeschreibung. Dort findest du einen Link, dort kannst du draufklicken und dann kannst du dort dein Level einreichen. Weil die Level werden nur noch... Nein! Unten! Ach so! Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ah, fail. Da habe ich heute noch nicht reingeguckt. Bin ich ganz ehrlich. Verdammt. Mama. So, und jetzt kommen wir ganz kurz noch zurück zu Electvolt. Wie gesagt, ich spiele die Level immer in einem Let's Play in Verbindung. Nämlich one level per day. Und du kannst mir dein Level einschicken. Unten in der Beschreibung von Twitch. Findest du... das entsprechende... Jetzt reicht es ihm aber hier. Den entsprechenden Link.
Kommt, mach kaputt. Da steht eure Level und da kannst du dann auf 4 klicken und da kannst du das dann einschicken. So. Tada! Mhm. Mhm. Okay. Interessant. Oh. Shit. Ich hab den Galumba vergessen. Nee, Galumba, ne? Galumba, nicht Galumba. Nicht Galumba, Galumba. Will ich jetzt den Yoshi haben? Nee, aber den Pilz will ich haben. Nein! Den Pilz will ich haben. Und wir haben den Yoshi doch mitgenommen. So. Okay, wie soll das jetzt hier vonstatten gehen? Nein! Yoshi! Nee, es ist kein Goomba. Das ist kein Goomba. In, Mario World hießen die nicht Goombas. Da hießen die, glaube ich, Galumba. Nein, ich will meinen Yoshi wieder. Oh ja, Pockys, die waren auch lustig. Nein! Ich habe wieder meinen Yoshi verloren. Jetzt versuche ich einfach mal so eine Flamme zu bekommen und den da wegzuballern. Nein, hat nicht funktioniert. So. So, nochmal den Pilz holen. So. Okay, ich gehe da rein. Komm, ich hab's geschafft. Ja, wie gesagt, also Delfine. Ja, also, Pockys, ja. Delfin, das ist so. Jetzt reicht's mir aber hier. Leck mich! Nein! Nein, 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 nein. Alter! Jetzt hört sie aber echt auf. So. Jetzt ist hier aber mal Ruhe. So viele Yoshis, wie ich hier geopfert habe, sind mir der Katoka wieder übel. Jo, gut, das sind aber diverse Modifikationen, die nicht unbedingt... Was zur Hölle will der hier von mir? Ah, ich weiß jetzt, was er will. Da geht's rein. Na komm. Es ist ein gutes Rätsellevel. Was meint ihr, hat er einen Stern verdient? Oder sagt ihr, kein Stern? Also ich würde sagen, der hat
von den Ideen her, selbst wenn es mal... Ich glaube, ich weiß, wie er das haben will. So. Ich hab grad meinen Yoshi geopfert, ne? Oh, das war auch saudoof. So, jetzt kriegen wir aber jetzt mal den P-Switch hier. Nein! Oh, ah. Wenn es ein Rätsellevel ist, das sehr schwer ist, wo man keine Glitches oder so benutzt, dann ist es in Ordnung. Ansonsten muss man natürlich dann die Glitches kennen und das ist natürlich dann immer ein bisschen ärgerlich. Aber ich probiere es. Ich werde es ausprobieren. Ich wünsche mir einen Big Boo Boss, damit ich die Level von Dr. Mario World exakt nachbauen kann und dann noch Generators für Kugelwillis und Eris, also dass die einfach random auftauchen. Also ich würde mir wünschen, Schrägen. Ich würde mir Schrägen wünschen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, dass ich mir Schrägen wünschen würde, aber ich würde mir Schrägen wünschen. Ja, geht da sowas Ähnliches? Das könnte man mit den Ranken machen. Wenn man die Ranken schütteln würde, wäre das noch gut. Das würde auch noch gehen. Dass man dann daraus so ein Gitter macht oder so. Keine Ahnung. Uah, ich dachte gerade, der kommt auf mich zu. Also wie gesagt, Schrägen. Oder was wie gesagt hier, unsichtbare Schienen. Fände ich auch noch richtig geil. Das hatten wir ja schon mal als Thema. Nee. Du machst jetzt hier erstmal gar nichts, mein Kleiner. Du machst jetzt hier erstmal gar nichts. Und du gehst... Oh, du springst jetzt hier auch nicht runter. So. Okay. Jetzt warten wir mal, bis die da runterhüpfen. Wunderbar. Gucken hier wieder lang. Was ist hier drin? Hier ist nix. Da soll ich lang, aber ich gehe mal da lang. Und bekomme... einen Galumba. Oder wie diese Dinger auch immer heißen. Oh. Jawohl. Das ist jetzt ein bisschen uncool. Nein. Nee, ne? Ich war so kurz vorm Ziel. Jetzt fehlt mir eine Feuerblume, ne? Hat er auch daran gedacht, dass ich eine neue brauche? Hat er daran auch gedacht? Wo bekomme ich jetzt eine neue Feuerblume her? Also, manchmal frage ich mich, ob ihr meine Kommentare nicht lest, wenn ich antworte. Mann. Also, was ist neu in der Version 1.3? Nichts Großes, es wurde nur ein Bug behoben. Was es genau für ein Bug ist, munkelt man nur. Das ist dieser Time-Bug, der auftritt, wenn man beispielsweise... Ja, wie soll man das sagen? Wenn man versucht... diverse Sachen hier, ja, zu umgehen, also die Zeiten zu verschärfen. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn falsch? Ich bin nicht einmal gestorben, aber trotzdem.
Halt, warte mal. Ich kann den doch schieben. Ich bin ja doof. Okay, gut, der wird jetzt da runtergehen. Und wir den P-Switch aktivieren, aber dann auch mehr nicht, oder? Ja, das ist die Lösung. Ha! Oh, Clownskutsche. Oh, leck mich. Wow. Wer? Genau. Nein, 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 nein. Das nenne ich Skill, da zwischendurch zu springen. Aber bei den Großen geht es noch, bei den Kleinen wird es ein bisschen schwerer. Okay. Ich weiß jetzt jedenfalls, was sie hier von einem wollen. Das ist schon mal wichtig, das zu wissen. Denn, wie wir wissen, Wissen ist Macht. Aber das macht ja nichts. So, jetzt war hier oben ein Stern. Den holen wir uns jetzt mal in Ruhe. Hä? Ich wollte gerade schon sagen. Viewer-Level mache ich nur in meinem Let's Play. Electvolt. Habe ich vorhin aber auch gesagt. Und meistens hört man mir nicht zu. Okay, ich warte. Ja! So, und jetzt mache ich das mit dem Galumba diesmal richtig. Nein, du musst es auf... Ich glaube, der Mario-Fan, der hat das mal aufgelistet, was du... Wie oft du schwer, leicht und so weiter schaffen musst. Ich glaube, leicht sind 12 und das geht dann halt so weiter. Oh, es war wieder so klar. Komm, komm, komm. Ha! Brauche ich gar nicht warten, kann ich auch so durch. So. Ich nehme die auch in dem Stream auf, aber wie gesagt, die nehme ich dann halt auch für meine Let's Plays auf. Weil in dem Stream, da geht das halt so schnell verloren. Und ich möchte halt wirklich jedes Level da als Erinnerung auch so für meinen Sohn und so weiter gerne gespeichert haben. Deswegen. So. Hat auch einen gewissen sentimentalen Wert. Leck mich. Ja! Weil auch. Mann, der hat sich dabei richtig was gedacht und ich verbocke es wieder mal, ne? Das ist ja typisch, der Trueplay. Oh, leck mich! Das ist mal ein gut durchdachtes Level, das macht Spaß, da ist alles dabei. Aber... ich skippe es jetzt. Ich skippe es jetzt. Whoa.
Welcome to my family! Woohoo! Yay! Danke! Elekowold. Elekowold, meine ich. Oh, fuck. So, warte, hier. Hier muss er hin. Nee, warte mal, er muss noch weiter rüber, glaube ich. Ups. Ich glaube, der muss genau dahin. Jetzt, wo du Mario Kart spielst, bekomme ich Bock drauf. Wer spielt jetzt hier gerade Mario Kart? Kann ich den irgendwie bewegen? Nein, 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 nein. Komm her, komm. Ich hab's verstanden, was er will. Ich hab's verstanden. Ich hab's jetzt begriffen, ich hab's begriffen, ja. Und ich verbox gleich hier am Start. Geduld. Geduld ist eine Tugend, das sollte ich auch ausnutzen. Okay. Der Cave Game! Yay! Kev, was ist los? Wo warst du? Ich hab dich vermisst die ganze Woche. Außerdem nicht nach 2 Wochen, nach 1 Woche guckst du mal wieder rein. Donnerstag warst du ja noch da. Letzte Woche. Wir haben den Kev-Game doch richtig vermisst, würde ich mal sagen. Oh, verdammt, die darf ich da nicht berühren sonst. Ha, durch da. So. Was gibt's hier? Hier gibt's einen Pilz. Das war knapp. Nein, ich hab dich vermisst. Was kommt da aus der Röhre raus? Will ich in die Röhre rein oder nicht? Ich will mal rein in die Röhre. Hä? Ha. Oh. Fish and Chipper. Unten siehst du in der Beschreibung einen Text, der nennt sich Eure Level. Da ist ein Link
hinter dem Wort hier versteckt. Und genau das sagt es auch aus. Hier kannst du dein Level einsenden und dann spiele ich das in einem Let's Play. Und das war doch wohl definitiv nicht fair. Da brauche ich den P-Switch. Da brauche ich den P-Switch. Oh. Okay, Kev, wir müssen nachher nochmal reden. Ja, das geht so nicht. Nein, das geht so nicht. Muss ja auch nicht im Livestream ausdiskutiert werden, aber das geht so nicht. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, da kriegen wir eine Blume. Ja. Oh, da gibt's ein Propellerhead. Yo. Ah, verdammt. Okay, laufen wir jetzt durch. Nee, ich glaube nicht, dass der... Ja, also, meistens hängt Müdigkeit wirklich mit Eisenmangel zusammen, das ist richtig. Habe ich das Level... Ich hab's geschafft! Ah, Fish and Chipper. Ach so, genau, so wird's ausgesprochen. Hat 1 ist das 5-mal gestorben. Aha. Für mein neuestes Level hat Erster das 5-mal gestorben. Eisenmangel. Where is Yoshi? Katoka, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich... Es tut mir leid. Das gibt wieder Ärger. Ja, weil ich da jetzt nicht hingesprungen bin und den gerettet habe. Oh, neben. Das gibt wieder Ärger, mache ich mit euch. Naja. Du willst sagen, von Arbeit wird man müde? Ganz im Gegenteil, von Arbeit werde ich erst wach. Wie gesagt, Katoka, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich kann nichts dafür. Das war... Das, Yoshi? Nein! Sie möchten Yoshi töten. Boah. Oh, nee, ne? Hold Y. Könnte mal jemand den Bowser da wegmachen? Wie die Pilze da immer schön rüberspringen. Oh, jetzt muss man den auch wieder so besiegen. So. Hier gibt's Leben. Ein Leben kann ich mir noch holen. Geil. Ja, gesunde Ernährung gehört natürlich auch dazu, aber im heutigen Fastfood-Leben ist das natürlich dann... Yoshi! Ich hab meinen Yoshi. Ich hab ihn gerettet, Katoka. Ich möchte es jetzt mal ganz lobend erwähnt haben, ne? Nein,
Nein! Nein! Oh. Wieso hattest du heute den schlechtesten Tag, Black Diamond? So. Ich glaube, so war das nicht gedacht, aber egal. Oh. Upsa. Da ist ein böser Yoshi. Jetzt ernsthaft? Nicht mitgedacht oder was ist jetzt hier kaputt? Ich kann doch hier nicht auf Timeout, ne? Muss ich skippen. Ich kann jetzt nicht die 255 Sekunden erwarten. Ach, Unlust. Meine Güte. Hauptsache, wir haben Spaß. So. Ich sag ja, ich gehe mal positiv durchs Leben. Ich habe immer Spaß am Leben. Okay. Und ich sag mal, auf Wiedersehen. Tschüss, Mario. Da geht schon was. Du warst zu langsam. Das habe ich da auch festgestellt. Es dürfte dann nicht auf meinen Lasten, auf meinen Schultern ausgelegt werden. Schießt mal. Schießt! Wow. Wow. Ja, ja. Was, ich kann mein Leben genießen? Mit dem Alter kommt noch mehr Verantwortung. Das ist das Problem. Und so alt bin ich jetzt auch noch nicht, ja? Du bist alt. Weißt du, wie das klingt? Als ob ich so ein alter Opa wäre. Zack. Moment. Will ich das jetzt wissen oder nicht? Wow. Ach komm! Oh, der Treffer hätte jetzt echt nicht sein müssen. Wow. Naja, und das kann ich persönlich nicht positiv sehen. Du bist alt, du kannst es genießen, Jo und ich dann fast versteinert. Bist du nicht alt? Also 33 ist schon... Naja. Ne? Was machst du mich jetzt an? Leg dich hin schlafen und sei ruhig. Ah, die Katzen legen schon wieder los. Oh, no.
Nein, ich gehe mit weniger. 33 ist noch nicht alt. Leute, es gibt Menschen, die sind älter. Oh, ein klassisches. Ein klassisches, ein klassisches. Yay. Nee, ne? Ah, oh, danke. Den nehmen wir mit. Schwarze Katze hat die andere Katze runtergeschubst. Passt. Zoffen sich mal wieder schön. Legen wieder los. So muss das sein. Hi, Gox 70. Ich bin der Krillin auf YouTube. Mhm. Ich werde hier nicht von Freezer immer getötet. Möchte ich ja gleich mal erwähnen, ne? So. Das ist bestimmt eine Reset-Tür. Hoffe ich mal. So. Hier einfach mal durch. Wow. Oh, shit. Das... Das könnte glatt vom Kev-Game sein. Und dabei ist er gar nicht so viel älter. Gag ist 3 Jahre älter als ich. Ah! Jo, Bowser kommt doch. Ja, ich glaub's auch. Zwei, drei, zwei, vier, drei, vier, drei, fünf. Nee, komm. Das tue ich mir wirklich nicht an. Yoshis wahre Gefühle. Passt gerade zu meinem Kater, er zeigt auch gerade seine wahren Gefühle. Achso. Ich dachte, das wäre jetzt eine Automatik. Das wäre jetzt lustig gewesen. So schön zum Finale, Automatik. So, soll ich einer Tür trauen oder nicht? Hm. Ja, aber er wird bald 37. Weil ich werde ja... Ne, das war jetzt halt nur eine... Also... Mhm. Wo ist diese Reset-Tür? Es war klar, dass ich wieder getroffen werde, aber... Oh,
Dieses Besoffensein kotzt mich sowas von an. Ah, und das hier war der Blind Jump, den ich gerade hatte, ne? Ich hoffe, ich mache jetzt hier keine Fehler. Ach, schade. Garg hat einen mega guten Charakter, echt? Garg, das kenne ich gar nicht von dir. Jetzt ernsthaft? Oh. Nein, also der Garg ist wirklich, muss man sagen, ein Lieber. Aber genauso auch der Kev-Game. Also ohne die beiden, genauso Darklink. Eigentlich alle, die hier zuschauen, sind wirklich lieb. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendjemanden am liebsten habe. Warum ich bei den großen Mal so verwirrt war? Weil ich in dem Augenblick an was ganz anderes gedacht hatte. So, und hier muss ich jetzt was auch ganz anderes machen. Nämlich, ich muss draufspringen. Und hier runter. Der große Mario hat mich selber direkt nicht verwirrt. Mich hat... Ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, Internet, ha? Sowas erlebe ich ja täglich noch bei 1 und 1, weil wir ja auch noch so welche Verträge haben, so welche uralten. Und es gibt noch Menschen, die diese nutzen. Ob man es glaubt oder nicht. Du hast mich nicht erwähnt, oder was hast du gedacht? Hä, ich habe dich doch erwähnt. Ich habe doch gerade deine Frage beantwortet. Du verwirrst mich. Die Verwirrung ist mir ins Gesicht geschrieben. Hä? So, schnell hier durch. Ja. Gleich wieder Yoshi. Schon wieder gibt's einen Yoshi. Ich nehme den Weg. So, damit sind wir wieder 100 Mario-Herausforderungen durch. Lieber Mario-Fan, notiere 9 Siege, 8 Niederlagen. Und wisst ihr, auf was ich jetzt Bock habe? Kleiner Augenblick, ich bin gleich wieder da. Ich tease es mal an. I'm a kid now, I'm a squid now. Das heißt also, liebe Leute auf YouTube, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch die Wiederholung angeguckt habt. Die anderen Leute, die jetzt noch im Livestream sind, können sich jetzt noch ein bisschen Splatoon antun. Ich werde jetzt eine Runde Splatoon spielen und ja, ich bedanke mich ganz herzlich und sage, ich bin euer Truhe und rein. Tschö, tschö.